Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Mal gibt es keinen Film über mysteriöse Orte oder einen Urlaubsfilm, denn ich war zur Kur in Schönberg im Nordschwarzwald. Wunderschön gelegen am Waldesrand in Schönberg liegt die Zelenius-Klinik. Und nun ein kleiner Rundgang durch die Klinik, damit man weiß, was einen erwartet. Hier der Eingang zur Klinik, direkt zur Rezeption oder zur Aufnahme. Im Mittelgebäude ist unten das Schwimmbad und die Turnhalle und oben ist die Cafeteria. Auf der Terrasse hat man einen schönen Blick zu dem Haupthaus der Klinik. Und auf der anderen Seite gibt es die Häuser A und C. Ich war im Haus A untergebracht, im ersten Stock, und hatte ein schönes kleines Zimmer mit Balkon. Vom Haus A bis zum Haupthaus zu gelangen waren es doch immer ein paar Meter. Und wir hatten lange Korridore und Flure. Ein kleiner Einblick in mein Zimmer. Hier rechts die Toilette und Bad sowie das Bett auf der rechten Seite mit kleinem Balkon. Einen Fernseher müsst ihr mieten für 15 Euro die Woche oder ihr bringt ihn mit. Und es ist kein WLAN auf dem Zimmer. Nur damit man es mal sieht, hier ist das Schwimmbad auf der linken Seite. Mit 1,35 Meter Tiefe, also zum Schwimmen nicht geeignet. Hier im Hintergrund sieht man das Haupthaus mit den vielen Psychologen und den Doktoren, aber auch den ganzen Anwendungen sowie Gestaltungen und Untersuchungen. Auch im Haupthaus auf Ebene 1 befindet sich die Kantine und der Eingangsbereich mit der Anmeldung. Und für die Raucher gibt es zwei kleine Hütten, einmal neben dem Haupthaus und einmal neben dem Haus C. Ihr müsst Verständnis haben, dass ich die ganze Klinik nicht filmen will oder darf, weil ja eventuell Patienten drauf wären. Also habe ich nur einen kleinen Teil dieser Klinik gefilmt. Die Zelenius-Klinik ist zwar schon in die Jahre gekommen, allerdings war sie sauber, gepflegt und das Personal war super freundlich und zuvorkommend. Auch das Essen war sehr gut und es ist für jeden was dabei, auch wenn er vegan ist. Vielen Dank nochmal an die Psychologen und Therapeuten, die mir viel geholfen haben, ebenso an meine Kesse-Reha-Truppe. Ich kann nicht lange an einem Ort sitzen, also habe ich dann noch zusätzlich 10 tolle Ausflugsziele für euch ausgemacht. Das Örtchen Schönberg. Weit über 8000 Einwohner, auf 650 Meter Meereshöhe gelegen. Das Zentrum besitzt mehrere Einkaufsmöglichkeiten und mehrere Cafés und Restaurants. Auch zwei Discounter sind hier am Ort. Eine Apotheke gleich neben dem Rathaus vorhanden. Und es gibt wahnsinnig viel Wanderwege rundum um Schönberg. Wenn man doch schon hier ist im Nordschwarzwald, warum nützt man nicht die schönen Wanderwege? Auch der Kurpark im Schönberg ist sehenswert. Und dort sieht man im Hintergrund unser nächstes Ziel. Circa 2 Kilometer von der Klinik weg befindet sich ein toller Wanderweg bis hin zum neuen Aussichtsturm Himmelsglick. An der Kasse bezahlt man autonom mit EC-Karte
und der Eintritt kostet ungefähr 7,50 Euro für das Lift rauf und runter fahren. Wer schwindelfrei ist, der nimmt aber auch die Treppe und die geht ganz schön, naja, ganz schön nach oben. Geh nach oben. Mein lieber Mann. Plattform plus 50 Meter. Auf der Plattform in 50 Meter Höhe hat man eine tolle Aussicht auf den Nordschwarzwald und weit darüber hinaus. Ich bin zwar nicht ganz schwindelfrei, das sieht man, dass ich mich am Geländer festhalte, aber meine Insta360 One X2 Kamera macht doch ganz tolle, beeindruckende Aufnahmen, vor allem trickreich. Flying Fox. Der Panoramaaufzug ist ja schon ganz toll, doch die restlichen Stufen versuche ich einfach mal nach unten zu gehen. Etwas schwindelfrei sollte man auf jeden Fall sein. Hier nochmal das Städtchen Schönberg von oben. Nur ein paar Steinwürfe entfernt von der Klinik befindet sich der Schwarzenberger Steinkreis. Nicht, dass ihr jetzt meint, das wäre jetzt so ein mystischer Steinkreis, sondern es handelt sich hier um ein Schulprojekt. Der Steinkreis wurde von 1993 bis 1995 von Schülern erstellt. Es handelt sich jetzt wahrscheinlich um den größten Steinkreis in Deutschland, was hinsichtlich eine Rarität darstellt. Das sind 22 urtümlich wirkende Sandsteinfindlinge. Der höchste davon ist wahrscheinlich um die 2,30 Meter. Man sagt, die Steine sollten berührt werden, das sollte Glück bringen. Fahrt zu den Mammutbäumen bei Hirsau. Kann man auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen, da wäre es ein bisschen weit. Ungefähr 50 Meter nordwestlich der Landesklinik von Hirsau erreicht man die Riesenmammutbäume. Die Sequoias, so werden auch die Mammutbäume genannt, kommen ursprünglich auch von der Westküste Amerikas. Und 1850 wurden Samen hier in Württemberg gepflanzt. Zwei Bäume davon sind hier zu bestaunen. Der etwas größere der Bäume hat einen Umfang von ca. 8 Metern und eine Höhe von 37 Metern. Fahrt zum vierten Punkt, und zwar zum Städtchen Bad Liebenzell. Bad Liebenzell ist eine Bäder- und Kurstadt auch hier im Nordschwarzwald. Mit nur einer Höhe von 320 Meter über Meereshöhe ist das Städtchen im Tal und hat eine kleine Bevölkerungsdichte mit knapp 10.000 Einwohnern. Schön anzusehen ist das Missionshaus, aber auch die Burg Liebenzell oberhalb ist schön gelegen. Auf jeden Fall ein Ausflug wert, wenn man hier in Schönberg in Chur ist. Sagen und Legenden berichten hier, dass auf der Burg früher ein Riese hauste, der Erkinger Riese, der hier sein Unwesen trieb. Schön spazieren an der Nagold entlang und am Kurpark, ebenso ein Besuch der Therme lohnt sich hier in Bad Liebenzell.
Nur 3 Kilometer entfernt von Bad Liebenzell liegt das Mondbachtal. Die Mondbachschlucht entstand vor rund 350.000 Jahren zwischen der Günz- und Mindeleiszeit. Gewaltige Wassermassen transportierten Geröll und Steine hierher und formten diese malerische Schlucht. So, und wir sind mal wieder auf Achse, hier an der Mondbachtalschlucht. Ein wunderschöner kleiner Fluss, der sich hier durch die Schlucht schlängelt, oder Mondbachtal nennt man es auch. Bei schlechtem Wetter nicht begehbar, aber gutes Schuhwerk ist auf jeden Fall notwendig. Und ich bin gerade dabei, das sieht man hier, eine Timelapse zu erstellen, und zwar mit Langzeitbelichtung. Hier sieht man es ganz gut, 1,6 Sekunden, damit das Wasser schön milchig ist. Ich hoffe, man versteht mich, weil das ist ja richtig laut hier. Also ganz tolle Gegend, schön bemooste Felsen, grün bemooste Felsen, Bäume, die umfallen und liegen bleiben. Also auf jeden Fall sehenswert. Und ich sag nur jedem, der hierher will, jedes Mal könnt ihr hierher kommen, nur nicht am Wochenende, weil da ist es richtig voll. Ja, nach 7 oder 8 Kilometern Marsch durch die Schlucht mit einem Gesamtgepäck von 15 Kilo am Rucksack dabei, sieht man mir doch die Strapazen ganz schön an. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Tolle Fotos und tolle Landschaft. Jederzeit gerne wieder, wäre immer bereit, dieses Tal zu erkunden. Sechstes Ausflugsziel, die Klosterruine von Hirsau. Der Ort Hirsau, vormals auch Hirschau genannt, war zeitweise eines der bedeutendsten Kloster Deutschlands. Das St. Peter und Paul Kloster wurde im 11. Jahrhundert errichtet. Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges brannte die Anlage 1692 komplett aus und verfiel dann. Eine schöne alte Ruine. Wenn man hier die Mauern entlang geht, kann man sich nicht vorstellen, was hier schon alles passiert ist. Hirsau ist nur ein kleiner Ort an der Nagold gelegen, aber diese Klosterruine ist wirklich sehenswert. Wir hatten immer wieder schlechtes Wetter und Gott sei Dank hat hier einmal das Wetter gehalten, dass ich diese Ruine besichtigen konnte. Und hier noch ein paar Aufnahmen aufgenommen mit der Sony Alpha 7 III. Impressionen von der Klosterruine Hirsau. Siebter Ausflugsort, das kleine romantische Städtchen Calw. Calw ist eine kleine Stadt mit ca. 24.000 Einwohnern und liegt nur 347 Meter über Meeresspiegel. Romantisch im Tal gelegen und Calw beeindruckt durch seine vielen Fachwerkhäuser.
auf den Spuren von Hermann Hesse. Wohl das schönste Kompliment, das Calw je erhalten hat, verdankt die Stadt dem Dichter und weltberühmten Romane- und Erzählungsschreiber, der hier am Marktplatz direkt gegenüber vom Rathaus im Jahre 1877 geboren wurde. Zitat von Hermann Hesse: Zwischen Bremen und Neapel, zwischen Wien und Singapur habe ich manche hübsche Stadt gesehen. Die schönste Stadt von allen aber, die ich kenne, ist Calw an der Nagold. Wer auch gerne, wie ich, Ruinen besucht, ist jetzt richtig bei der Burgruine Zavelstein. Die Burg wurde im Jahre 1200 errichtet. Später wurde sie 1630 zum Spätrenaissance-Schlösschen umgebaut vom Baumeister Heinrich Schickhardt. 1692 wurde die Burg im Französisch-Pfälzischen Erbfolgekrieg komplett zerstört. 1697 wurden zwar die Häuser ringsrum mit dem Material der Burg wieder aufgebaut, doch bis zum heutigen Tag blieb die Burg eine Ruine. Die Ruine ist ganzjährig zugänglich und vom 28 Meter hohen Turm der Burgruine bietet sich einen herrlichen Rundblick bis zur Schwäbischen Alb. Eine Turmbesteigung ist im Sommer zwischen 9 und 18 Uhr immer möglich. Ich war halt mal wieder zu spät dran. Ich war hier um 19 Uhr, aber trotzdem schöne Fotos. Neuntes Ausflugsziel: das Städtchen Bad Wildbad. Eine Kurstadt und ländliche Idylle. Thermalwasser und urgesundes Klima. Das ist es, was Bad Wildbad berühmt gemacht hat. Gesundheit tanken und neue Lebensfreude gewinnen. Ein Besuch in Bad Wildbad macht das möglich. Bad Wildbad liegt von Schönberg ungefähr nur knapp 14 Kilometer weg und ist auf jeden Fall ein Kurzbesuch wert. Es gibt viele Cafés und Restaurants direkt an dem Flüsslein die Große Enns, wo man gemütlich seinen Espresso oder Cappuccino schlürfen kann. Zehnter Ausflug zur Klosterruine Frauenalb. Frauenalb ist eine von einigen Häusern umgebene Klosterruine im oberen Albtal. Ebenso ist die Ruine aus dem 12. Jahrhundert und frei besichtbar ohne Eintritt. Das Kloster war nur für Frauen aus adligen Familien gedacht. Die Klosterfrauen hat man teilweise schon im jugendlichen Alter hier untergebracht. Legenden erzählen, dass es hier einen Tunnel gibt von der Frauenalb bis hin zur Herrenalb, die etwa 4 Kilometer oberhalb liegt. Das hier im Anschluss auch noch gezeigt wird, ein reines Benediktinerkloster nur aus Männern. Letzter Punkt: Bad Herrenalb. Und hier ist auch das Herrenkloster.
Dieses Kloster wurde 1149 erbaut. Und im Jahr 1525 wurde das Kloster vom Bauernkrieg zerstört. Bad Herrenalb ist aber auch eine Bad- und Wellnessstadt mit einem breit gefächerten Wellness- und Gesundheitsangebot sowie kulturell interessant. So, und langsam geht mein Film dem Ende entgegen. Bestimmt findet der ein oder andere Kurgast, der in Schönberg untergebracht ist, hier ein Ausflugsziel. Und hier noch ein paar Eindrücke von dem schlechten Wetter, das wir auch gehabt haben. Und wenn jetzt euch mein Film noch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like nach oben oder abonniert doch gleich meinen Kanal, damit ihr keinen Film mehr verpasst. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dann, euer Markus Heine.